Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Ich bin hier wieder am Tempelgelände, wo unsere Verbündeten sich versammelt haben. Alle trainieren für die Schlacht und wir machen jetzt mit der Hauptgeschichte weiter, da wir alle Nebenaufgaben abgeschlossen haben, die man hier so gefunden hat. Und hier wartet auch schon irgendwo Yuna. Guten Tag, kein neues Geschenk. Ich kann sie hier noch nicht sehen. Ich mach mal eine Markierung. Vielleicht ist sie auch unten. 100 Meter. Die steht unten Richtung vereister See irgendwo. Okay. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Ghost-Folge. Moin, willkommen. Folge 93. Schön trainieren hier, ne? Das soll ordentlich aussehen. So. Es ist schön, hier ein wenig Hilfe zu haben. Ja, finde ich auch. Finde auch super, dass Ginny nicht alles alleine machen muss. Der See ist immer noch gefroren. Aber trotzdem auch eine schöne Naturansicht. Was ist mit den anderen? Sie sind bereit, dir zu folgen. Der Sensei sagte ihnen, du wärst der Einzige auf Tsushima, der den Khan töten kann. Ich kann das nicht allein. Oder ohne Angriffsplan. Er ist im Izumi-Hafen. Umgeben von einer Armee. Wir müssen die Schwächen der Verteidigung kennen, wie wir sie umgehen und wo wir den Khan finden. Dazu bräuchten wir die Vogelperspektive. Ich weiß auch schon von wo. Wir haben den Schutz der Nacht, wenn wir jetzt gehen. Der Khan liegt im Hafen. Aha. Okay, das ist also das Hafengebiet, wo auch der letzte Leuchtturm steht. Interessant. Izumi-Hafen. Ich bin da schon öfters dran vorbeigeritten, aber durfte noch nie rein, weil die Gegnerpräsenz zu hoch ist. Der Izumi-Hafen. Vom Leuchtturm ist die Aussicht besser. Man muss nur hinaufkommen. Ohne gesehen zu werden. Los geht's. Ohne gesehen zu werden. Auf den Leuchtturm und den dann anmachen. Ein Sturm zieht auf. Wenn ein Sturm aufzieht, muss das Feuer im Leuchtturm brennen, damit die Schiffe gewarnt werden. Dass da Festland ist. Okay. Löse keinen Alarm aus und nähere dich dem Leuchtturm. Hier oben mal wieder am Friedhof, wo wieder keine zirpende Grille ist. So, Yuna kommt auf jeden Fall mit. Aber das kann auch noch nicht der letzte Angriff sein, oder? Am Hafen hier? Ich muss noch 5 Gebiete befreien. Und noch Haikus 2 Stück schreiben und auch 2... Säulen der Ehre finden. Diese Blumen. Wie die, aus denen ich mein Gift herstelle. Aha. Die Polen haben sie hier gepflückt. Als Waffe gegen uns. Taten wir bei der Burg deines Onkels das Richtige? Es war ein Fehler. Es war notwendig. Es war riskant. Doch mein Gift rettete Tausende. Was, wenn noch 1000 mehr sterben? Wir müssen den Khan aufhalten, bevor es soweit kommt. Du hast recht. Wir müssen ihn töten. Und zwar bald. Warum sollte der Khan hier raufkommen? Er will zum Festland segeln. Und ist überfallen, so wie hier. Wenn wir ihn aufhalten wollen, dann jetzt. Okay. Na dann, versuchen wir mal, dass das auch gelingt. Also unser Plan hier. Was schreien die da schon wieder? Hier hat also die... Also vorne kommen wir nicht rein, aber wir könnten über die Klippe klettern. Und hinten durchschleichen. Geh voran. Okay, da sind auch ein paar Gegner noch auf dem Weg hier. Also der Khan wusste sofort bei dem Gift, aus welchen Pflanzen das gemacht wurde. Oder jemand hat ihm dabei geholfen, das herauszufinden. Dann hat er die hier auch gleich alle gefunden. Nee. Kommt auch noch in diese Richtung hier. Komme ich hier hoch? Nee. Kommt der noch? Jetzt ist er stehen geblieben. Jetzt hockt der hier erstmal. Jetzt kriege ich den aber. Weil er sich auch mit dem Rücken zu mir gedreht hat. Aber es sind 2, oder? War hier nicht auch noch eben einer? Nee, das war der. Okay. Wieder mal eine Nacht- und Nebelmission hier. Wo ich auch mal wieder Lust drauf hätte, so auf modernes, neues Tenchu. Ich weiß ja, ob ihr Tenchu kennt, ist noch sehr alt. Ich bin ja auch schon sehr alt.
Aber Tenchu war auch so ein richtig cooles Spiel. Auf der PlayStation 1 habe ich das mal gespielt. Tenchu. Sehr cooles Ninja-Spiel. Gab schon lange keinen neuen Teil mehr oder sowas. Oder was in der Richtung halt auch nicht. Es gab halt Ninja-Gaiden, ja. Aber das sind ja eher so Metzelspiele, die nicht so auf Geschichte auf sind. Und bei Tenchu musste man auch schon mehr schleichen und sowas. Das war cool. Okay. So, wir hören natürlich mal wieder diesen traditionellen schönen Kehlkopfgesang der Mongolen da unten. Oh oh. Da kommt noch jemand. Der geht gerade weg. Super. Attack. Okay, Yuna klettert auch über das Seil, finde ich super. So, der da muss noch weg. Gott sei Dank reicht auch ein Schlag jetzt gegen den. Vorräte mitnehmen. Noch mehr. Zwei Sackvorräte. So, komme ich hier besser rüber irgendwo? Nee, da unten stehen noch zwei. Wie sieht's denn hier so aus? Der da steht, der macht mich noch ein bisschen nervös, weil er auch immer in diese Richtung hier schaut. Genau der! Da muss man auch nochmal schnell drauf zusprinten. Um ihn nochmal schnell zu messern. Nichts dabei. So. Hier ist hohes Gras. Das passt super. Okay, ich muss auf jeden Fall da runter. Der eine hockt da mit einem... Ah, super. Genau. Der hier hockt, den kann ich ja wegmachen. Und da haben wir ein Artefakt. Artefakt der Mongolen. So, da wo der jetzt hingeht, rennt er auf jemanden zu? Nö. Kann ich mir schnappen. Snack. Okay. Da kann man klettern, aber ich soll ja zum Leuchtturm. Hier. Und hier können wir jetzt uns jetzt durchquetschen. Nachdem wir aber geschaut haben, was für ein tolles Artefakt wir gesammelt haben. Da. Ein Milchtopf. Oh. Aufgrund ihrer nomadischen Weidekultur zählen die Mongolen Milchprodukte und verschiedene Fleischarten basierend auf den vier Herden, mit denen sie reisen, zu ihren Hauptnahrungsmitteln. Dennoch trinken Mongolen selten rohe Milch. Stattdessen fermentieren sie sie, um alkoholische Getränke, Quark, Joghurt und Ayrak herzustellen. Ja, Ayrak, da die Hauptgetränk bei denen gewesen. Quark, Joghurt und so alles. Mhm. Hauptsache alles Zeug, was auch warm hält. In den harten Umgebungen, wo die immer unterwegs waren. Okay. Alkoholische Milch. Ich hab's noch nie getrunken, Ayrak oder sowas. Keine Ahnung. Was ist in all den Fässern? Vorräte? Gift. Lum. Gift. Ein Fass kann leicht Hunderte töten. Der Khan wird sie gegen das Festland einsetzen. Er darf Tsushima nicht verlassen. Vom Leuchtturm können wir den Izumi-Hafen ausspähen. Direkt hinter dir. Okay. Jetzt macht Jin sich natürlich ein paar Vorwürfe, weil er das Gift gegen die Mongolen eingesetzt hat und den Khan ja aufmerksam gemacht hat, dass es so starkes Gift gibt. Und jetzt hat der Khan für seine Armee so starkes Gift, um das Festland anzugreifen. Was ihm da drüben eine sehr, 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 sehr gute Chance gibt, auch erfolgreich zu sein. Guckt euch mal an, wie viel hier rumsteht, ey. Und er hat es ja hier schon testen können in verschiedenen kleinen Dörfern, die er da niedergebrannt hat dann und wo alle Leute gestorben sind. Seh dir die Wellen an. Ganz flach. So sehen sie vor einem Sturm aus. Der könnte von Vorteil sein.
Ich lasse den Leuchtturm vorerst dunkel. So hilft er den Mongolen nicht, wenn der Sturm losgeht. Du kannst ihn wieder anzünden, wenn sie weg sind. Schauen wir uns den Hafen an. Ich muss den auch anzünden. Hier drüben. Fehlt mir noch für die Trophäe. Na toll, muss ich später nochmal wiederkommen. Okay, dann spielen wir mal aus, wo wir hier angreifen können. Überlegen wir uns einen Angriffsplan. Oh, das haben wir viele, viele, viele Punkte. Dieser Grat bietet freie Sicht auf die mongolische Flotte. Was wir mit eigenen Hawatschas mit ihren Schiffen machen könnten. Okay. Wenn wir eigene Hawatschas haben. Kein einziger Mongole in dem Gebiet. Zu offen, nicht zu verteidigen. Aber sehr gut für einen Hinterhalt. Okay. Und auch Deckung für uns, weil dann auch Hütten stehen. Wir könnten Schützen dort platzieren. Dann müsssten die Mongolen bergauf kämpfen? Kotun würde uns mit Reitern in die Zange nehmen. Ja. Siehst du, wie die Vögel kreisen? Als hätten sie Angst, dass da etwas kommt. Der Sturm. Sie sammeln sich, um Schutz zu suchen. Kommt da so ein heftiger Sturm, ey? Das Haus des Hafenmeisters. Bestimmt hat der Khan sich dort eingerichtet. In der Nähe der Kais und seiner Flotte. Ergibt Sinn. Ist auch das größte Haus da irgendwie, ne? Das prächtigste. In dem Hafen. Der Khan ist bereit für die Überfahrt zum Festland. Mit Schiffen voller Männer, Sprengstoff und meinem Gift. Halten wir ihn hier nicht auf, wird das Shogunat fallen. Der Sturm könnte uns zum Sieg verhelfen. Wenn er einsetzt, muss der Khan seine Flotte in die Bucht bringen. Dann schlagen wir zu. Zerstören seine Schiffe und alles an Bord. Dazu brauchen wir mongolische Waffen. Ganz leicht für eine Meisterdiebin. Wir brauchen auch Kämpfer. Ein paar lenken die Mongolen ab. Ich dringe in den Izumi-Hafen ein und töte den Khan. Könnte klappen. Wir sollten uns in Yogaku vorbereiten. Interessanter Plan. Klingt auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Klar, wenn der Sturm kommt, wird die Flotte zur Sicherheit in den Hafen zurückgerufen. Ein Sturm zieht auf. Plane den Angriff auf die Festung des Khans, habe ich geplant. So, aber ich kann den Leuchtturm halt immer noch nicht anmachen. Stehen wir wieder am See. Und nun? Schnellreise aktuell deaktiviert, aber da kommt noch was jetzt. Wird noch was aufgezeigt? Da. Aufzeichnung aktualisiert. Herz des Ejito. Neues Geschenk ist verfügbar. Jawohl, bin ich ja gerade auch richtig. Das war's? Das war's. Und hier ist dann die Story. Beim nächsten Sturm greifen wir Kotun Khan an. Vielleicht haben wir keinen Erfolg, aber mit der richtigen Taktik klappt das auch. Izumi, da der Leuchtturm. Okay, aber die anderen Sachen werden mir halt noch nicht angezeigt, hier wo ich die 5 Gebiete zeige. Aber wir wissen ja auch von hier unten die Teile, dass das dann teilweise erst später dann aufgedeckt wurde und ich dann erst die Lager gefunden habe, die ich dann noch befreien musste, die 5. Schauen wir mal. Ansonsten müsste man viel, viel, viel rumreiten, um ja das ganze zugedeckte Gebiet noch aufzudecken. Was natürlich auch wieder ein bisschen Zeit kostet. Mit Rüstung des Reisenden geht's aber, weil dadurch mehr aufgedeckt wird vom Gebiet. Da ist Yuna an meinem Geschenkebaum. Lass ja die Finger von meinen Geschenken. Das ist meins. Ich habe gute Neuigkeiten. Okay, ich auch. Ich habe ein neues Geschenk. Oh, eine neue Maske. Ehrwürdiger Geist. Von Kriegern getragen, die sich Respekt verdient haben. Mit den Flauschebart dran. Toll. Ja, sieht auch richtig respektabel aus, das Ding, auf jeden Fall. So, da ist das nächste. Vielleicht haben wir keinen Erfolg, aber mit der richtigen Hilfe haben wir womöglich eine Chance. Ich sollte nach Yuna im Yukaku-Tempel sehen, um unsere Vorbereitung zu treffen. Da ist sie schon. Wie sehen die Pläne aus? Kenji weiß, wo wir von den Mongolen Watchers stehlen können. Ich breche gleich auf. Ein guter Anfang. Aber wir brauchen mehr Kämpfer. Nein. Mein Onkel will genau wie wir den Khan tot sehen. Er wird sich anschließen. Er wird dich einsperren.
Ich schreibe ihm eine Nachricht und lege sie in sein Quartier. In einer Burg voller Samurai. Ich bin weg, bevor sie mich bemerken. Oh-oh. Ob das eine gute Idee ist? Herzlich, Jito. Er will seinen Onkel doch um Hilfe bitten, ey. Aber der ist doch viel zu stolz in seiner Ehre, dass er... Weiß ich nicht, dass er ihn da zuhört. So. Hoffentlich liest mein Onkel es. Kann der lesen? Ich lasse dich nicht gehen ohne gutes Pferd. Oh ja, gutes Pferd. Darf ich dir dann auch einen ordentlichen Sattel wiedergeben? Ich kann es nicht zurückholen. Aber gib einem von diesen eine Chance. Jawohl. Ich krieg ein neues Pferd. Endlich nicht mehr so ein schäbiges Ding. Okay. Aber Namen nicht. Pferd auswählen. Wir haben hier einmal einen braunen. Wobei, das ist der, den ich, der eben, also, ne, man sieht das hier an dem Fell, genau die gleichen Flecken, der mich jetzt nach Nobu die ganze Zeit rumgetragen hat. Das ist der. Wir könnten bei dem bleiben, um ihm eine Chance zu geben. Oder aber, wir nehmen einen von denen hier. Da sind auch zwei, die am Anfang auswählbar waren. Nobu stand ja neben denen. Aber hier für den Norden nehme ich mal was ganz Neues, und zwar den Schimmel. Bist du sicher, dieses weiße Pferd wird dich deine gesamte Reise lang begleiten? Ja, die ist ja jetzt nicht mehr so lang, ne? Kann ich ihm einen neuen Namen geben? Ganz ruhig. Alles gut. Ich bin ein Freund. Wie soll das Pferd heißen? Oh ja, neue. Okay. Wind, Himmel oder Schatten? Sora finde ich aber einen echt coolen Namen. Also das heißt halt Himmel, ja, aber Sora so für Schimmel, für die... Für, das ist irgendwie cool. Nobu und Sora, meine Pferde. Finde ich gut. Sora, Licht des Himmels. Licht des Himmels. So, ja, bin sicher. Gute Wahl. Wie gelangst du in die Burg deines Onkels? Ich wuchs dort auf. Ich kenne jeden Geheimgang dieser alten Gemäuer. Selbst damals konnte Fürst Shimura nicht mit mir mithalten. Hat aber lange gedauert, bis ich ein neues Pferd gekriegt habe. Aber cool gemacht eigentlich. So, ich wollte halt wenn Nobu war halt schön schwarz, wollte ich mal etwas ganz anderes ausprobieren. Jetzt kann ich aber auch wieder auf die Sattel zugreifen. Konnte ich ja vorher nicht. So, flinker Sommer, den hatte ich ja für Nobu als letztes ausgewählt. Wir haben Sturmwind. Wir haben wolkenloser Rausch. Rasender Kranich. Oh, in ganz weiß. Guck dir das an. Sieht man fast gar nicht so, wegen der Mähne. Und Rot. Oh, guck mal, aber Schweiß mit Rot hier. Das sieht doch, das sieht nach Krieg aus. Kämpferische Seele finde ich super. Für alle, die Wert auf kühne Taten und schnelles Reisen legen. Und dann fehlen mir hier noch zwei für weitere Banner. Verdiene 12 weitere Banner und hier auch eleganter Zorn. Auch nicht schlecht. Das hier, das finde ich irgendwie cool. So, Sora. Endlich mal wieder ein Pferd mit Namen. Aber den dreckigen Schimmel dahin, den können wir verkaufen an den Onkel. 2,8 Kilometer ist natürlich auch sehr, sehr, sehr weit. Naja, klar, ich muss ja zur Festung des Onkels. Eigentlich, wenn ich hier so durchreite, könnte ich vielleicht hier so durch und in der Hoffnung, dass ich da vielleicht noch was aufdecke. Da reite ich noch durch Gebiet, was noch nicht aufgedeckt ist. Schnell, Sora! Schnell, Sora! Finde ich super. Finde ich super. Ich freue mich. Das neue Pferd, ey. Ich habe gehofft, dass ich ein neues Pferd bekomme, weil man ja immer noch, wie gesagt, weitere Sattel freischalten kann. Aber dass es dann auch wirklich so kommt, ja, hätte ich, also wusste ich halt nicht. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was am Ende alles passiert. Und das will ich auch erstmal alles selber für mich ja schön erleben. Was haben wir denn da? Ein Bär, der mal wieder gegen Mongolen kämpft. Viel Spaß. So, hier ist auch schon ein Gebiet, was noch nicht aufgedeckt wurde. Herausfordern. Nee.
Ich hab's eilig. Ich muss den Norden noch befreien. Ich glaube, er kann sich mit den... Weiß ich, ob er sich mit dem Onkel noch versöhnen kann. Oder ob es dann da auch zum Kampf kommt. Und er vielleicht den Onkel ausschaltet und dann seine, sozusagen seine, seine Wachen übernimmt. Oder seine Leute. Das wäre ja was, ne? Hat er mich erwischt? Mitten in meiner Animation. Haha. Dachtest du, ne? Können wir auch normal machen, wenn du willst. Oder auch nicht. Aua. Voll daneben getreten. Und da ist er doch so gestorben. Sehr schön. Sora, wo bist du hin? Wo ist mein Himmel? Von hinten. Ah, da. Bleib stehen. So ein braves Pferd. Ich muss auch aufsitzen. Ach mal, jetzt ist ja auch schon auf jeden Fall ein bisschen freiere Fläche wieder. Nichts gefunden. So. Pass mal, Leute. Ich werde auf jeden Fall mich auf den Weg machen nach hier unten. Hier kann ich auch eine Schnellreise hinmachen, ja. Aber ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich die letzten 5 Gebiete hier vielleicht noch finden kann, bevor ich hier unten bin. Und wie es mit im Burg Shimura weitergeht, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Auf jeden Fall habe ich ein neues Pferd gekriegt. Finde ich sehr, 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 sehr cool. Und dann mal gucken, wie es mit dem Onkel weitergeht in der nächsten Folge. Es ist eine heiße Zeit im Spiel mal wieder. Das Finale rückt näher. Man merkt es schon. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Jetzt mit dem Blick auf das neue, schöne Pferd. Also vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.